Für ihr grosses Jubiläum in 2 Jahren möchte sie der Bevölkerung etwas für die Zukunft mitgeben. Man möchte die Bevölkerung im ganzen Kanton beteiligen, man möchte Gesellschaftsprojekte realisieren. Wir haben Naturprojekte, wir haben Sportprojekte, wir haben Projekte, die Generationen verbinden. Ja, es ist ein grosser Schritt, es ist ein Start in ein Projekt, das wir als Verein so selber niemals hätten realisieren können. Wir haben wollen, dass möglichst viele Leute sich einbringen können. Jetzt können wir richtig loslassen. Wir haben gesagt, jetzt oder nie. Ja, also von mir aus können die Packer morgen kommen. Ja, es fehlt uns immer noch etwas oder noch viel etwas. Es fehlt schon noch ein bisschen. Das ist natürlich hochgradig spannend für mich, um da ein bisschen zu hören, wie das läuft. Ja, im Sommer 2018 werden wir eröffnen. Das werden wir auch schaffen. Ich bin dann gespannt auf 2018, wenn die Projekte alle leben. Egal ob Teenie, Kleinkinder, Erwachsene, alle helfen einander. Das Ausmaß des ganzen Projekts ist riesig. Wir möchten ja Danke sagen, wir möchten dem Kanton etwas zurückgeben. Fast einen familiären Touch hat das bekommen und eine Einmaligkeit nicht zu überbieten. Allein hätten wir das nie geschafft. Ich bin tief beeindruckt, wie alle mitgeholfen haben, die Öffentlichkeit, Gemeinden, Sponsoren und ganz, ganz viele freiwillige Helfer. Das Projekt lebt vom Engagement von ganz vielen Menschen. Für ihn ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, dass das Projekt jetzt verwirklicht werden kann. Da ist einem richtig das Herz aufgegangen. Dass das sehr lange in Erinnerung bleibt, weil es eben so ein tiefes Erlebnis war. Es war einfach so ein ganz gutes Moment. Es ist eine Begeisterung da, die entfacht wird. Ihr Lächeln im Gesicht und die strahlenden Augen werden mir noch lange in Erinnerung bleiben. Das ist tief gegangen dann am Schluss. Das Projekt zu realisieren, war eigentlich nur möglich, weil so viele Leute mitgeholfen haben. Ich war fasziniert von der Liebe zum Detail, dem riesigen Engagement und dem Herzblut. Das Resultat, darf man doch sagen, überzeugt. Da sind wir extrem froh, wie das gelaufen ist. Wir sind auf jeden Fall zusammengewachsen. Und vielen, vielen Dank.